Herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, wir haben hier aufgehört. Haben uns da mal umgeschaut, weil das ein bisschen eigenartig war hier mit Eingangsschild und so. Jetzt fahren wir aber hier mal wieder unsere Strecke, wo wir hin sollen. Hier ist auch zum Beispiel nur, wo man zu Fuß reinkommt. Da gehen wir jetzt aber mal nicht rein. Ich schätze mal, die sind auch wieder alle da. Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Waren hier nicht Automaten? Irgendwo waren noch Automaten. Ein kleines Geheimnis, das du nicht hören musst. Das würde mich nur verwirren. Hier hast du. Jetzt haben sie meinen Geschützturm platt gemacht. Der schmeißt mit Granaten. Gar nicht nett von dir. Boah, einer hat uns noch getroffen. Ach, gegen Feuerschaden. Ja, da gibt's die jetzt auch. Können wir mal aufheben, aber einsetzen werden wir es nicht. Ja, hier waren gar keine. Die waren da hinten, glaube ich. Na, egal. Bist du das? Ach, der Kammerjäger. Komm rein, schnell. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. So. Aha, da kann man auch wieder mit Auto durch. Oder auch doch nicht. Hast es nach Banditen City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, nach Banditen City. Werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Es gibt hier keine Guten und Bösen, nur Lebende und Tote. Ja, und wie komme ich hier rein? Nichts überstürzen, Kammerjäger. Jack läuft hier nicht davon. Ah, hier. Ach so, da müssen wir erst hin. Ach, ich Dummkopf. Ja, man soll doch hin und wieder mal auf die Karte gucken. Hier gibt es noch reichlich Geschenke für uns. Hoffentlich gibt es hier auch sowas, dass die Munition dann wieder nachdroppt. Ja, den müssen wir bestimmt anquatschen. Ja, mehr gibt es ja hier auch nicht. Du bist der, von dem Commander Roland gesprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Energiekern an. Anschließen. Ach hier. War wohl defekt hier, der alte. Oder der hätte bald seinen Geist aufgegeben. Ich glaube, müssen wir bei dem abgeben. Ja. Zwei Waffen. Oder. Nee, Schrot nicht. Dann nehmen wir lieber die 23 Schuss. Nehmen wir die lieber. Wie viel hatte denn unser Alter eigentlich? Ach, hier haben wir auch schon mal was zum Einlösen. Schusssicher. Da nehme ich natürlich maximale Gesundheit. So, unser hatte 31 Schuss, 18 Schaden.
mal vergleichen mit. Welche haben wir gerade gekriegt? Die hier. Treffsicherheit ist genau, die Feuerrate ist kleiner. Ladegeschwindigkeit, nee, da ist sie doch nicht besser. Die auch nicht. Da haben wir jetzt schon die beste drinne. Okay. Infos bringen, wie man Jack aufhält. Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe. Sprich mit Private Chester beim Tor. Er wird dich in die Stadt lassen. Chester, steh gefälligst gerade. Ein Kammerjäger ist unterwegs zu dir. Okay. Aber was bedeuten jetzt die Ausrufezeichen? Da hinten. Sieht man das auf der Karte? Ah ja. Töte die Assassine. Das Namensspielchen. Sein Papier. Haben wir die jetzt als Aufgaben gekriegt? Nicht entdeckt. Roland braucht deine Hilfe. Aber wieso? Außerhalb von? Na, vielleicht kommt die ja noch. Nicht entdeckt. Wir haben noch alles abgesucht. Beschuss! Aufpassen, Leute! Wie Beschuss? Ein Hyperion Moonshot Blitz! Ohne diesen frischen Kern von dir hätten die Mörser den Schild glatt durchschlagen! Ah. Da oben das Riesenschiff. Ich will jetzt aber erstmal wissen, was hier die Ausrufe. Ach, das ist in der Stadt. Oder? Ich meine, da können wir ja eh nicht durch. Ist ja dann wie so eine Wand. Was haben wir hier noch? Ah, noch ein Teil. Na, ist gut, dass ich hier hinter der Rand bin. Hier noch was? Nein. Okay. Haben wir aber wenigstens noch ein blaues Ding da, lila Ding gefunden. Wo wir ja mit auf dem Schwarzmarkt irgendwie handeln können. Dann gehen wir mal rein. Aber Roland ist doch hier in der Stadt drin. Ne? Ich werde das Tor für Sie öffnen. Kammerjäger? Ja, mache. Es ist mir eine Ehre, Kammerjäger. Kammerjäger? Ja, dann mach doch. Jetzt auf. Ach, jetzt macht das erst. Commander Roland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Scheiße, ich meine Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Ach, ich soll erstmal herausfinden, wo er ist. Es ist mir eine Ehre. Ja, mir auch. So. Sanctuary. Erbaut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Ist hier sowas wie das Paradies für uns Soldaten. Die nächste Schlacht ist nie weit. Anscheinend hier, ne? Ah, Scooter. Oh, Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Moment! Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Du bist kein Spider-Ants? Du bist ein Kammerjäger! Die gibt's dann auch wieder hier? Sowas wie ein Einhorn!
Das ist ja interessant zu wissen. Ich suche aber erstmal hier alles ab, bevor ich ihn anquatsch. So. Hier noch ein paar Dollarchen. Gucken wir hier, hat er im Regal irgendwas? Nein. Gucken wir uns hier oben mal schnell um. Wird ja nichts dagegen haben. Hier gibt es eine Tür. Ach, nach draußen. Okay, nee, wir bleiben erstmal hier drin. Schränke. Wo ist das? Granatenmod, schlechter. Geld. Und nochmal Geld. Schlechte Handknifte. Und noch Muni. Haben wir hier noch was? Nein. Okay. Dann können wir jetzt mit ihm reden. Na. Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Mhm. Nimm die Treibstoffzellen auf. Treibstoffzellen? Ach, da hinten. Eine. Und wo ist die andere? Ich hab's aber gerade noch gesehen. Hier im Regal? Bestimmt oben im Regal. Genau. Okay. Gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ridrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Earl? Baue die erste Treibstoffzelle ein. Hilf's gut dabei. Plan B. Aha. Also müssen wir jetzt die... Earl sagt mir irgendwas. Ah, hätten wir auch da oben rausgehen können. Wer bist du? Alles klar? Du siehst irgendwie blutig aus. Oh ja, du siehst aber auch nicht gerade besonders aus. Du bist Handsome Jack begegnet und du lebst noch. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Gibst du mir was dafür? Nee. Ja, hier hätten wir auch rausgehen können. Ach, hier können wir erstmal... Muni aufladen. Nichts geht über einen guten Verkauf. So, hat er irgendwas Besonderes hier? Nee. Jetzt verkaufen wir aber erstmal. So, wir haben gesagt, die weg. Die behalte ich mal noch. Die weg. Die behalte ich auch noch. Die weg. Die weg. 57 Schuss. Hat aber wenig Schaden gemacht. Und die beiden behalten wir auch noch. Das Schild kann weg. Das heben wir auf. Das wollen wir dann einsetzen. Ja. Lass es nicht zu sehr krachen. Wo geht's hier rein? Ach. Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Wer ist denn das? Dr. Set ist wieder da. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Was ist das denn? Ninja Class Mod. Ach so, das ist für den Ninja Assassins, glaube ich. Erfordert Klasse Assassine.
Das ist nicht für uns. Wir sind ja der Dings. Boah, 400. Aber dafür ist alles andere ganz schön schlecht. Ladegeschwindigkeit, ich vergleiche das mal eben mit meins. Ja. Da ist beides meins schneller. Aber 400 ist schon ganz schön hoch. Boah, das ist aber jetzt schneller wie meins. Auf jeden Fall. Gucken wir, ob noch ein besseres da ist. Elektroschaden. Ja, das ist schon interessant hier. Große Kapazität verringert die maximale Gesundheit. Ach so, verringert meine Gesundheit. Ob das dann so gut ist? Jetzt haben wir 200. Wir kaufen es mal. Ich setze mal ein. Das war doch. Nee, das war das. So, wie sieht jetzt unsere Gesundheit aus? 158 nur noch? Nee, das war dann doch nicht besser. Also, da müssen wir wieder tauschen. Da geht die Gesundheit ja zu krass runter. Das war aber Level 11 erst. Ja, ist aber in allen ein bisschen besser. Ja, wir nehmen aber unser altes Schild, da haben wir mehr Gesundheit. Dann können wir das verkaufen hier wieder. Weiß nicht, und das behalten wir noch. Weil das eine bessere Ladegeschwindigkeit hatte und eine höhere Kapazität. So. Was haben wir hier? Haben wir hier vielleicht bessere drin? Nee. Oh, das ist aber besser. Hätten wir hier gleich reingucken können. 180. Mal gucken, ob hier noch ein besseres ist. Spikschaden fügt Nahkampfangreifern Explosivschaden zu. Ich würde mal sagen, das erste hier. Ich hoffe, es hilft. Das war ganz gut. So, ja, tut mir leid, wenn das jetzt hier ein bisschen dauert. So, das hätten wir dann. Hier gibt's Medikits und jetzt verkaufen wir das andere mal noch. Unser altes. Weg damit. Ich verarzte dich jederzeit. Ja, jetzt hat er ja angezeigt. Moment mal. Ist trotzdem noch besser. Dann heben wir das noch auf. So. Einkaufen. Kann man den auch noch mal einkaufen? Ach, hier hat er das 400er. Ja, sonst hat er nichts. So, was will er denn? Sorry, ich hab nichts für dich. Der hat nichts für mich. Und macht hier so ein... Was ist das hier? Ach, das ist bestimmt wieder so eine Kassette, die wir später einsammeln müssen. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus. Und folgen mal unserem eigentlichen Ziel. Banditen von Sanctuary. Wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Ja, ja. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Ja,
und hier sind noch ein Haufen Ausrufezeichen. Ach, hier schwarzes Brett. Das machen wir später. Aber nee, warte mal. Ich werde das mal alle Missionen annehmen. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Ah, hi. Da müssen wir hier rein. Du arbeitest aber nicht für diesen Marcus, oder? Nein. Ach, für ihn. Kammerjäger, wie schön, dich wiederzusehen. Bullimong, stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimong-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Ja, okay. So. Vielleicht werde ich eines Tages Kammerjäger. Ach, eine Pizzeria hat die jetzt? Das ist ja die, die im ersten Teil... Keine neuen Jobs. Schau, ich sehe dir so gern bei der Arbeit. Die im ersten Teil die Arena geführt hat. Was? Ich habe jetzt 133 Euro dafür bezahlt. Oh. Das war ja mal nicht schlecht. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Na, einmal... Du hast nicht genug. Ach, ach. Naja. Dann mal hier rein? Nee. So, dann ist hier noch ein Ausrufezeichen. Da müssen wir... Was sagen die? Nein, ich war heute nicht mehr. Ist sie besoffen? Und? Okay, können wir hier hoch? Ja, wir können. Müssen aber sowieso hier rum. Da hinten liegt noch was. So. Gehen wir die Mission noch schnell. War der das? Nein, der war das nicht. Ach. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Der Waffenhändler. Das funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch. Wieso geht doch, ja. Hätte er wohl vorher die Patronen mal rausnehmen sollen. Belastet dich dein vieles Geld? Ach, hier haben wir eine Feuerdings. Die macht aber 45 Schaden. Wow. Und unsere? Empfiehlst deine Freunde. Können wir jetzt gar nicht vergleichen. Oh, hat aber zu viel. 9 Schuss, nee. Gucken mal hier, was, ob hier was Besseres dabei ist. Macht zwar ein bisschen mehr Schaden und Genauigkeit, die könnte eigentlich auch weg. Na, die müssten wir ja mit Dings vergleichen. Und die ist erst Level... Okay. Dann geht die weg. Die geht weg. Ja, Schrot. Wann benutze ich schon mal Schrot? Aber ich behalte die mal trotzdem. Ja, die haben wir ja verglichen. Die geht weg. Das Schild wollten wir aufheben. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. Die SMG wollten wir auch aufheben, bis die freigeschalten ist. Komm jederzeit wieder. Okay.
Ach, bei denen kann ich jetzt auch nochmal einkaufen. Auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Boah, hier ist... Was kostet die? 800. Die ist aber noch besser als unsere. Seht ihr das? Boah, Alter. Muss ich mal gucken. Also dann könnten wir die verkaufen. Die verkaufen. Die verkaufen. Oh, das schaffen wir doch niemals. Wie kriegen wir denn jetzt noch Geld her? Ist ja wieder ätzend. Das reicht dann trotzdem noch nicht. Nee, das reicht dann noch nicht. Nehmen wir die wieder zurück. Und unsere Feuersniper auch. Können wir nicht ändern. Hatten wir hier noch eine verkauft? Nee, der Rest war okay. Ich biete dir eine Gelegenheit. Steinpapier, Massenmord. Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich hab... Lensmänner, Achtung! Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten... Lass mal Roland mal ausreden. ...und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lands anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, es war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion... Der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Okay. Test. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt... Schock? Wie Schock? Schild schützt ihn. Nimm das, Jackman. Ein paar Treffer mit einer Schrottwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den Kauf bereuen kannst. Und jetzt? Was noch? Ah, oh, was ist das denn? Panzerung. Der Panzer ist nur wie die Dörre, die durch die Panzer. Ja, ich liebe Schockwaffen. Ich muss gestehen, die möchte ich behalten. Korrosionswaffen. Jetzt testen wir mal diese neuen Slack-Waffen. Und jetzt probier mal eine von den Slack. Ui. Jetzt, wo er geslackt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super! Die Waffen funktionieren und du bist bereit für Handsome Jack. Look, Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Wow. Hat er jetzt natürlich rausgenommen. Oh. Müssen wir unsere Feuerwaffe wieder reinsetzen. Okay.
ihres Vertrauens. Kann ich hier auch rein? Ja, war doch mal ganz lustig. So, jetzt hat er gespeichert und ich sehe schon, ich bin schon wieder bei 30 Minuten und sage mal tschüss, bis zum nächsten Mal.